Wir bei Prometheus glauben an die Macht der Ideen. Mit unserem Projekt des Freiheitslexikons wollen wir euch die bunte Vielfalt ein bisschen näher bringen. Mit unserem Videoprojekt dazu soll die verschiedenen Denkerinnen und Denker und Themen des freiheitlichen Spektrums mit interessanten Interviewpartnern vorgestellt werden. Und damit Vorhang auf. Wenn man französische Intellektuelle im 20. Jahrhundert bedenkt, dann kommen in der Regel Namen wie Sartre, Foucault, Camus, vielleicht die etwas größeren Feinschmecker kennen noch Derrida oder sowas. Raymond Aron wird da inzwischen selten genannt, obwohl der, glaube ich, zumindest zu seinen Lebzeiten durchaus auch eine wichtige Bedeutung gehabt hat, auch im innerfranzösischen Dialog und weit darüber hinaus. Und ich freue mich, dass wir etwas dazu beitragen können, vielleicht diesen Denker jetzt noch einmal Menschen vor Augen zu führen, zu zeigen, dass das französische Spektrum weiter ist als nur Sartre und Foucault, indem wir uns heute etwas Raymond Aron widmen. Ich würde gerne am Anfang einfach mal von dir, lieber Matthias, erfahren, was dich auch persönlich an dieser Figur fasziniert, mit der du dich ja intensiv beschäftigt hast, was so für dich herausstechende Merkmale sind, die ihn heute noch zu einem spannenden Person machen, zu jemandem, mit dem man sich beschäftigen müsste, könnte und sollte. Ja, vielen Dank, Clemens, dass du mir die Möglichkeit gibst, über Aron zu sprechen. Mein erster Kontakt mit Aron war eigentlich während meines Studiums in Frankreich. Nicht im Studium selbst, sondern in einem Buch von einem Schweizer Journalisten, Jörg Altweg, der Korrespondent der FAZ in Genf gewesen ist, lange Zeit, mit dem Titel Die langen Schatten von Vichy, in dem es um die französischen Intellektuellen nach 1945 geht. Und da war ein Kapitel über Aron, der als Ausnahmegestalt erschien. Er wurde so dargestellt und war es auch, das hast du eben schon gesagt, man denkt eher an andere Personen. Das hat mich beeindruckt und so ist es gekommen, dass ich mich dann nach meiner Rückkehr nach Deutschland intensiver mit Aron beschäftigt habe. Daraus ist dann Magisterarbeit und Dissertation entstanden. Aron ist tatsächlich jemand, der nicht so häufig genannt wird. Abgesehen von bestimmten Kreisen in Frankreich spielt er schon noch eine große Rolle. Zum Beispiel in Sciences Po Paris steht er mit auf dem Programm im Studium. Aber Aron ist der herausragende Kopf einer Minderheitenströmung in Frankreich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eben des politischen Liberalismus. Das heißt nicht, dass er der Einzige war. Es gab noch andere, Bertrand de Jouvenel kann man nennen, der aber sich diskreditiert hatte in der Zwischenkriegszeit durch sein politisches Engagement relativ weit rechts, und man muss sagen sehr weit rechts, und der auch nicht mit den Themen, die er gemacht hat, unbedingt sich so leicht verorten lässt, wie das bei Aron der Fall ist. In Frankreich hat er nach wie vor eine gewisse Bedeutung und wird in bestimmten Kreisen nicht nur gelesen, sondern eben auch immer als Vorbild hingestellt. Was man in Deutschland manchmal ausblendet, ist, dass es in Frankreich, wenn es um die Presselandschaft geht, sehr viel mehr Liberales zu lesen gibt als bei uns. Das wirkt sich in der Politik nicht unbedingt aus, aber man hat zum Beispiel zwei liberale Nachrichtenmagazine. Das ist Le Point und L'Express. Le Point deutlich rechts der Mitte und L'Express ziemlich zentristisch. Und Aron selbst hat für L'Express geschrieben. Und wenn man dann den Figaro sieht als Tageszeitung, hat er natürlich auch eine liberale oder liberal-konservative Linie. Und da spielt es eine große Rolle. Da spielt Aron immer wieder eine Rolle und kommt immer wieder vor, neben anderen Liberalen auch. Ist da nicht vergessen. Er ist heute wichtig, würde ich sagen, als Vertreter, herausragender Vertreter der Tradition des politischen Liberalismus in Frankreich im 20. Jahrhundert. Und diese Tradition umfasst eben ähnlich große Namen, die auch bekannter sind heute noch, wie Tocqueville, Montesquieu, wenn man weiter zurückgeht, oder eben François Guizot und die Doktrinäre, die ihn umgeben haben. Benjamin Constant könnte man auch noch dazu zählen. Und Aron reiht sich in diese Tradition ein. Und diese Tradition ist, wenn man den politischen Liberalismus betrachtet und seine Geschichte, relativ wirkmächtig gewesen. Das Paradox an Frankreich ist, dass man sagen kann, das ist ein Land, in dem der politische Liberalismus oder auch der wirtschaftliche vor allen Dingen keine so große Rolle gespielt hat und bislang nicht spielt. Aber es gibt diese intellektuelle Tradition. Es gibt auch noch die Zeitung, die Zeitschrift, die Aron gegründet hat, Commentaire,
mit der Gesellschaft der Freunde, Raymond Aron um ihn herum. Das heißt, in Frankreich hat er, sagen wir mal, unter nicht-linken Intellektuellen nach wie vor einen hohen Stellenwert und er wird auch noch stark rezipiert in den angelsächsischen Ländern, wenn auch mittlerweile von linken Politikwissenschaftlern und Historikern auf eine Weise, die ich zumindest zweifelhaft finde. Also das vielleicht jetzt erstmal so als Einstieg. Ja, ich glaube, eine der zentralen Anliegen, wenn man so ein bisschen sich mit Aron beschäftigt, die ihn umgetrieben haben, war natürlich die Erfahrung des Totalitarismus und die Erfahrung der Ideologien, die ja wirklich zu seinen Lebzeiten, er ist ja 1905 geboren, einen Durchmarsch plötzlich erlebten, gerade dann in 20er, 30er, 40er Jahren, der phänomenal war. Also sowohl der Faschismus als auch der Marxismus, Kommunismus, Stalinismus, wie es dann so abgelitten ist. Ich habe auch gesehen, dass er das mal kritisiert hat, diesen Utopismus und das mal als säkulare Religionen bezeichnet hat. Das ist ja auch ein sehr spannender Ansatz, finde ich, zu sagen, dass eben offensichtlich ein religiöses Bedürfnis da ist, aber in einer aufgeklärten Welt, die sich zunehmend säkularisiert, dieses Bedürfnis plötzlich andere Kanäle findet. Ich habe ein Zitat gefunden von 1951, wo er auch sehr präzise auf den Punkt bringt, wenn bestimmte politische Parteien in der Rüstung einer Weltanschauung auftreten und die Erweckung halbreligiöser Gefühle spekulieren, kommt die Demokratie sofort in einen schweren Konflikt. Und 70 Jahre später denkt man relativ flott an Fridays for Future, die Identitären, viele Leute, die derzeit politisch Aufwind haben, von Corbyn bis Bolsonaro. Also dieses die Rüstung der Weltanschauung und die Erweckung halbreligiöser Gefühle, das ist ja momentan wieder vollkommen auf dem aufsteigenden Ast sozusagen. Und meine erste Frage wäre jetzt, was können wir in Zeiten dieser Polarisierung von einem Denker der Mitte wie Aron lernen? Das ist einmal tatsächlich die Immunisierung gegen diese säkularen Religionen. Also das ist ein Thema, säkulare oder politische Religion, das in den 1930er Jahren virulent war. Das war nicht nur Aron, der diesen Gedanken hatte, aber er war einer der Ersten, wenn nicht der Erste. Es gibt einen zweiteiligen Aufsatz von ihm von 1944, L'avenir des religions séculaires, in dem es um dieses Konzept geht. Er hat aber vorher schon darüber geschrieben in den 30er Jahren, angeregt durch seine Beobachtung des Nationalsozialismus, zunächst nur bezogen auf den Nationalsozialismus, in dem Aufsatz von 1945 auch auf den Marxismus, Leninismus bezogen und dann später natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg relativ stark darauf. Im Gegensatz zu anderen, die solche Konzepte vertreten haben, ist das von Aron relativ leicht verwertbar, weil er sagt, wenn transzendentale Religionen ihre Kraft verlieren, dann bleibt in den Herzen der Menschen etwas frei, das gefüllt werden will. Auch da ist er durchaus in eine längere Tradition einzureihen, denn wenn man jetzt politische Liberale des 19. Jahrhunderts wie Tocqueville nimmt, hat man das auch. Die Vorstellung, dass die meisten Menschen das Bedürfnis haben zu glauben, an irgendetwas zu glauben, was das ist, ist dann noch etwas, was man klären muss. Aber sie haben das Bedürfnis zu glauben. Natürlich ist bei vielen damit auch verbunden, dass sie selber nicht geglaubt haben und dann meinten, sie hätten es nicht nötig. Das ist bei Aron auch so. Aron war Agnostiker oder Atheist. Atheist klingt zu kämpferisch, aber er hat eben nicht an Gott geglaubt. Die jüdische Tradition der Familie ist schon in der Generation vorher im Grunde abgerissen, die religiös-jüdische Tradition. Und insofern hat das für ihn keine Bedeutung gehabt. Aber er hatte Verständnis für religiöse Menschen und er hatte Verständnis auch für die Bedeutung von Transzendentalreligionen für die Demokratie, so wie das bei Tocqueville auch ist. Und der Verlust dieser Religion führt eben nicht dazu, wie bei Auguste Comte, dass alles sich zum Besseren wendet, sondern der Verlust der Religion führt dazu, dass das Vakuum eventuell gefüllt wird durch politische Bewegungen. Das war in erster Linie der Nationalsozialismus, der Kommunismus. Natürlich hätte Aron zu den heutigen Verhältnissen gesagt, dass das nicht gleichzusetzen ist mit dem. Aber was man nicht bestreiten kann, ist, dass es bei bestimmten politischen Bewegungen, die sich eben außerhalb des Parteienspektrums oder an den Rändern zeigen, eine starke Neigung dazu gibt, die Ansichten, die man vertritt, absolut zu setzen und ihnen damit quasi religiöse Bedeutung zu geben. Ich glaube schon, dass man das erkennen kann und dass man das auch mit
Aron erkennen kann. Bei jemandem wie Bolsonaro zum Beispiel würde ich annehmen, würde er eher sagen, das ist, wenn dann, ein klassischer Demagoge, wo es eigentlich nicht um Religion geht. Harvey Mansfield, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, der durchaus auch in seinem Denken Ähnlichkeiten mit Aron aufweist, hat über Trump gesagt, im Grunde ist das ein klassischer, sprich auf die griechische Antike zurückweisender Demagoge. Und das hat mit Ideologie alles nicht viel zu tun, was es jetzt im Ergebnis nicht besser macht, aber das ist so. Aber natürlich haben wir, und das ist etwas, was Aron natürlich seit den 30er Jahren beschäftigt hat, haben wir jetzt eine parallele Bedrohung dessen, was man politische Mitte nennen kann, wenn man sie sehr breit fasst, von rechts und links. Und das haben wir in allen westlichen Ländern. In manchen ist es kaschiert, in manchen ist es auch nicht so stark wie in anderen. Aber auf dem europäischen Kontinent, denke ich, kann man das überall beobachten. Und wir haben das in Deutschland jetzt eben auch, obwohl man gedacht hat, dass wir aufgrund unserer Vergangenheit immun dagegen sind, was offensichtlich dann doch nicht der Fall ist. Diese parallele Bedrohung ist für den Franzosen deshalb wichtig, weil die Vierte Republik nicht daran allein, aber auch daran zugrunde gegangen ist, weil es in der Dritten Republik, das gab starke Ränder, es gab aber immer eine starke Mitte. Die Parteien der politischen Mitte, links und rechts der Mitte, also knapp links und rechts der Mitte, hatten immer eine Mehrheit, aber es wurde immer Druck ausgeübt. Und das ist etwas, was man sicherlich heute auch beobachten kann. Und was nicht so harmlos ist, wie man manchmal denkt. Also wenn die CDU sagt, dass sie mit den Grünen koalieren kann und der SPD und der FDP und das ja vielleicht ausreicht, ist es natürlich ein Problem, wenn alle Parteien, die man als gemäßigt oder im eigentlichen Sinne liberal demokratisch bezeichnen kann, miteinander koalieren. Und nur die draußen bleiben, die das System verändern wollen oder abschaffen wollen, dann ist schon eine strukturelle Schwäche angelegt. Und dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, hat man jetzt mehrmals im 20. Jahrhundert gesehen. Und das würde Aron, glaube ich, heute auch sagen. Also die Polarisierung entsteht auch dadurch, dass es sozusagen diesen Trend zur Mitte gibt irgendwie und dass man sich da zu sehr in der Wagenburg der Mitte verschanzt, oder? Ja, also das Problem systemisch ist, auch das kann man bei Aron nachlesen, aber auch bei anderen Denkern vor ihm. Das Problem ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Tatsache, dass man in der Mitte regieren möchte und der Tatsache, dass man eine Mehrheit gewinnen muss. Wenn ich ja von Aron weggehe, aber in Frankreich bleibe, würde ich verweisen auf Nicolas Sarkozy, der bei seinem ersten Wahlsieg 2007, als er zum Präsident gewählt wurde, das gezeigt hat, wie das funktioniert. Er hat es nämlich geschafft, die Wähler der Mitte nicht zu vergraulen und trotzdem bis weit nach rechts zu integrieren und den Front National sehr klein zu machen, sodass im zweiten Wahlgang wirklich er und die Sozialisten Ségolène Royal gewesen sind. Das hat deshalb funktioniert, weil er bestimmte Themen aufgenommen hat, die offensichtlich virulent waren, Themen, die Fragen aufgeworfen haben, die beantwortet werden mussten. Er es auch auf durchaus scharfe Weise gemacht hat, aber nie so weit gegangen ist, dass sie wieder der Mitte gesagt haben, den können wir nicht mehr wählen. Also er hat es geschafft, von der Mitte bis relativ weit nach rechts zu integrieren. Auch eine Methode, die die CDU in ihrer Geschichte angewandt hat, lange Zeit erfolgreich. Und das ist eine Methode, die man auch schon beobachten kann in Großbritannien in den 1840er Jahren bei der konservativen Partei. Man integriert von der Mitte bis zu einem Extrem und dann kanalisiert man das und regiert in der Mitte. Aber man kann natürlich nur dann in der Mitte regieren, wenn man die anderen irgendwie mitnimmt und sie dann neutralisiert. Denn wenn man sie draußen lässt, und das tun beide Parteien, beide Flügelparteien der Mitte, lassen jeweils die Extreme ganz draußen, dann kann es natürlich irgendwann auch zu einem Zusammenwirken dieser Extreme kommen gegen die Demokratie, was man in der Weimarer Republik zum Beispiel gehabt hat. Das beschreibt Aron ziemlich genau in seinem Buch Demokratie und Totalitarismus, dieses Problem der Weimarer Republik, dieses Problem in der Vierten Republik. Und wir haben jetzt überall dort, zumindest wo es ein Verhältniswahlrecht gibt in Europa, in den Parlamenten, eine ähnliche Lage. Das muss man sagen. Ja. Ja, die Polaritäten im
Innenpolitischen finden ja manchmal auch ein Spiegelbild, wenn auch nicht entlang der gleichen ideologischen Linien, im Außenpolitischen. Und Aron ist ja auch wesentlich zu einer Zeit tätig gewesen, als der Kalte Krieg die Welt bestimmt hat. Und wir befinden uns ja auch heute jetzt in einer Situation, wo Leute wieder anfangen davon zu sprechen, es könnte ein neuer Kalter Krieg entstehen. Nicht mehr mit der Sowjetunion, sondern eben mit China auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Westen. Und das ist ja für Aron auch ein großes Thema gewesen, der ja auch ein großer Freund der westlichen Zivilisation war, was ihn sicherlich so ein bisschen unterscheidet von manchen seiner französischen Mitbürger, was ihn besonders auch unterscheidet von vielen deutschen Denkern, die immer so den Westen auch als, sagen wir mal, auch einen anderen Teil der Welt sehen und Deutschland so in der Mitte sehen. Also diese Westbindung war für Aron ja sehr wichtig. Und wir haben jetzt gerade eine Situation, wo möglicherweise dieser Westen und das die Erben der westlichen Welt des 20. Jahrhunderts gegenüberstehen einem autoritären Technokratismus in China. Das ist ja kein Kommunismus mehr eigentlich. Das ist auch kein ideologisch stark aufgeladenes Konzept, sondern es ist eben sehr technokratisch, sehr führungsbasiert, effizienzbasiert und entsteht damit ja auch den westlichen Werten von eben einer spontanen Ordnung, von der Entwicklungsfreiheit innerhalb eines Gemeinwesens sehr stark entgegen. Und wie stärken wir jetzt auch, wenn wir eben auf das schauen, was Aron analysiert und geschrieben hat, wie stärken wir unser gesellschaftliches und auch unser kulturelles Immunsystem in solchen Zeiten der Auseinandersetzung mit einer Bedrohung unseres westlichen Wertesystems? Ich glaube, ausgehend von Aron müsste man sagen, das Wichtigste ist zunächst, dass man die Dinge beim Namen nennt. Wenn jetzt manche befürchten, es könnte zu einem neuen Kalten Krieg kommen, könnte man einwenden, dass die Vorgehensweise Chinas in der Dritten Welt, aber auch in den westlichen Staaten, der Versuch der wirtschaftlichen Durchdringung, viele andere Dinge, das Vorgehen in Hongkong, Ähnliches noch mehr, im Grunde nahelegt, dass so ein Kalter Krieg vielleicht schon begonnen hat, in Ansätzen. Natürlich ist es nicht so, wie es im Kalten Krieg während des Ost-West-Konflikts gewesen ist. Natürlich haben wir nicht diese Konfrontation. Aber es gibt diese Konfrontation auf verschiedenen Gebieten. Und in Großbritannien zum Beispiel erkennt man jetzt ein Umdenken und zum Beispiel um 5G geht, dass man sich jetzt doch versucht, von China zu distanzieren, weil es ein Problem sein könnte. So, das eine ist eine gewisse Unabhängigkeit bei relativ leicht zu produzierenden Industriegütern, aber auch bei hochtechnischen Dingen wieder zu erlangen. Das ist sicherlich notwendig. Was die Immunisierung der Gesellschaft an sich angeht, gehört dazu, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Modelle, die Zivilisationsmodelle, die politischen Modelle unvereinbar sind und dass es da keinen Kompromiss geben kann. Aron hat gesagt in einem Interview Anfang der 80er Jahre, in einem langen Interview, das dann auch in Buchform erschienen ist, wenn der Westen nur Verbündete hätte, die seine Werte teilen, dann hätte er nicht viele Verbündete auf der Welt. Das ist auch richtig. Das ist ein gewisses Plädoyer für Realpolitik. Wenn man sich das ansieht, dann muss man aber sich die Frage stellen, das hat der Aron auch gemacht, es weist auch zurück auf Edmund Burke in der Zeit der Französischen Revolution, wie gefährlich ist ein Regime, das unseren Werten nicht entspricht? Wenn es nicht expansiv ist, dann kann man darauf hinweisen, dass wir andere Vorstellungen haben, aber es stellt kein außenpolitisches Problem dar, keine Gefahr. Das ist bei China anders, denn China versucht vielleicht nicht sein System zu importieren, aber es versucht seinen Einfluss auszuweiten und die Ausweitung von Einfluss ist irgendwann gleichbedeutend mit dem Export eines politischen Systems. Insofern stellt China eine Gefahr dar. Das Gleiche könnte man über Russland sagen, mit dem Unterschied, dass dort wahrscheinlich der Export relativ begrenzt ist aufgrund der Mittel, die nicht dieselben sind. Und wenn ich dann zurücksehe auf den Kalten Krieg und das, was Aron dazu gesagt hat, nämlich zu China, dann müsste man es heute, wenn man das so sehen möchte, wie Aron damals, genau umdrehen. Und Aron hat gesagt, wir haben diesen Konflikt mit der Sowjetunion. Viele verstehen das nicht. Die Sowjetunion wird sich nicht so verändern. Sie wird sich nicht durch
Annäherung verändern, sie wird sich nicht durch Handel mit ihr verändern, sondern der Ost-West-Konflikt wird bestehen bleiben, solange es die Sowjetunion gibt, denn sie gibt den Takt vor. Und aufgrund des Konflikts zwischen der Sowjetunion und China ist China eine Art objektive Alliierte des Westens. Es könnte sein, dass das irgendwann anders ist und dass Russland ein objektiver Alliierter des Westens ist. Das ist auch schwer erträglich, weil wir natürlich sehen müssen, dass das Regime, das Putin errichtet hat, vereinbar ist. Aber es könnte sein, dass rein realpolitisch betrachtet eine solche Konstellation eintritt. Wir haben neuerdings ein größeres Problem im Rahmen der NATO mit der Türkei. Wenn man sich vorstellt, dass NATO-Mitglieder einen Interessenskonflikt haben, der am Rande des Militärischen sich bewegt mittlerweile im Mittelmeer, dann kann man da nicht sonderlich hoffnungsvoll sein. Aron hat in den 70er Jahren gesagt, das Problem der Menschen in westlichen Gesellschaften sei, dass sie nicht mehr an die Gesellschaften glauben, nicht mehr an ihr politisches System glauben. Und diese Krise, glaube ich, ist nicht überwunden worden seit damals, sondern sie ist verschleppt worden. Diese Krise ist nie so groß gewesen, das hat er auch nicht gesagt, dass das zu einem Zusammenbruch geführt hat. Im Gegenteil, es kam der Zusammenbruch der Sowjetunion und das hat eine gewisse Euphorie ausgelöst im Westen. Diese Euphorie ist verflogen. Das Gegenteil darf jetzt aber nicht sein, dass man sich zerfleischt und nicht erkennt, wo tatsächlich die Feinde sind. Ein wichtiges Thema ist, anzuerkennen, dass es Gegner oder Feinde gibt. Dass man überhaupt zur Kenntnis nimmt, dass nicht alle denken wie wir und dass man sich nicht mit jedem einfach so verständigen kann. Und das ist etwas, wofür er immer geworben hat. Das würde man mit einem amerikanischen Begriff als Militant Democracy bezeichnen. Also die Demokratie muss, die Demokraten, die liberalen Demokraten müssen bereit sein, ihr System zu verteidigen und das heißt auch Grenzen aufzuzeigen. Und aufgrund der Größenverhältnisse bedeutet das für den Westen, wenn es um westliche Zivilisation geht, dass er sich nicht spalten lassen darf. Nun, natürlich haben wir da im Moment ein Problem mit den Vereinigten Staaten. Da könnte man aber mit Aron sagen, dass das vorbeigehen wird. Eventuell, weil die Vereinigten Staaten widerstandsfähig sind, weil sie eine Verfassung haben, die schon sehr lange funktioniert, mit allen Fehlern natürlich, aber dass man sich da nicht zum Richter aufschwingen darf und dass Trump eventuell nur eine Episode ist. Wir wissen das nicht, weil wir nicht in die Zukunft sehen können. Aber jemand, der von Aron beeinflusst ist, Georges-Henri Soutou, ein französischer Zeithistoriker, hat einen Artikel geschrieben vor kurzem über die Auswirkungen von Covid-19 auf die internationalen Beziehungen und stellt am Ende die Frage, der stellt für die Europäer die Frage, was sie denn eigentlich wollen. Sie müssen sich letztlich entscheiden, ob sie mit Nord- und Südamerika tatsächlich noch eine Zivilisation sein wollen, einen Pol in einer multipolaren Welt bilden wollen, denn alleine sind sie zu schwach, oder ob sie ein Anhängsel Chinas werden wollen. Und ich glaube, Matthias Döpfner vom Springer-Konzern hat Ähnliches geschrieben. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch, und Aron würde das so sehen, das ist die Frage. Und wenn der Westen nicht in der Lage ist als Ganzes, das heißt, Westen heißt alle liberalen Demokratien, sind auch Staaten, das ist eine Idee, kein geografischer Begriff, auch Staaten natürlich einzubeziehen, die nicht westlich sind, wie Japan. Japan gehört natürlich nicht zum Westen, kulturell, aber politisch schon. Das ist auch eine Idee von Robert Kagan, dem amerikanischen Publizisten, dass es im Grunde so etwas wie eine Allianz der liberalen Demokratien auf der Welt geben muss. Ja. Das wäre, glaube ich, eine Idee, die Aron durchaus gefallen hätte. Aber die selbstbewusste Liebe für die eigenen Werte und das eigene System ist natürlich schon sehr wichtig. Und da ist man wahrscheinlich immer im gewissen Konflikt, gerade im Bereich der westlichen Zivilisation, weil wir ja dieses kritische Element sozusagen in die DNA hinein verwoben haben. Das ist wahrscheinlich auch Teil des Erfolgs, dass wir immer wieder auch die eigene Zivilisation kritisieren, aber ist natürlich schnell auch ein Schwächemoment, dass man nicht mit den gleichen Säbelrasseln für diese Idee eintreten kann wie für etwas andere Konzepte, sondern man hat immer die Kritik schon mit drin sozusagen. Genau. In den 30er Jahren hat Aron einen Vortrag gehalten über totalitäre und demokratische Staaten und hat dort einem weitgehend linken Publikum in Paris gesagt, im Konflikt mit diesen Staaten, damit hat er nur das faschistische Italien und das nationalsozialistische Deutschland gemeint, im Konflikt mit diesen Staaten müssen wir zu den gleichen Tugenden fähig sein. Das Problem für uns ist nur, dass wir diese Tugenden nicht verordnen können. Wenn die denken,
dass wir feige sind, dann müssen wir zeigen, dass wir es nicht sind. Wir müssen ähnlich heroische Tugenden pflegen, wir können sie aber nicht verordnen, sondern die Bürger müssen das freiwillig tun. Und das ist ein Problem. Und das ist ein Motiv, was bei ihm immer wieder kommt. Auch in den 70er und dann am Anfang der 80er Jahre, wenn es um den Konflikt mit der Sowjetunion geht. Es ist ja in den 70er Jahren nicht abzusehen, wie das Ganze endet. Und Aron ist 1983 gestorben, hat also das Ende des Konflikts nicht gesehen. In dieser Zeit stellt er es häufiger fest, dass es ein erhebliches Problem im Westen gäbe, weil der Patriotismus, den er aus seiner Kindheit kannte, aus der Dritten Republik, dass der nicht mehr vorhanden sei, außer bei Fußballspielen. Und dass es schon wahnsinnig schwierig sei, in Frankreich eine Lehrveranstaltung an der Universität über Patriotismus oder republikanische Tugenden zu machen. Es gibt amerikanische Politikwissenschaftler wie Walter Burns, die das ähnlich sehen. Er sagt, Patrioten macht man, indem man sie erzieht. Das ist eine Aufgabe der Schule. Das ist auch klar, das ist in der amerikanischen politischen Kultur durchaus verwurzelt gewesen, diese Vorstellung, und in Frankreich, in der Dritten Republik auch. Und das ist verloren gegangen. Jemand, der das heute kritisiert, ist Alain Finkielkraut in Frankreich und durchaus, würde ich sagen, in Übereinstimmung mit Aron. Da ist die Schule, die Universität, spielt da eine wichtige Rolle. Aber man kann eben niemanden zwingen und soll es auch nicht, weil das unseren Vorstellungen ja vollkommen widersprechen würde. Aber was fehlt, ist das Bewusstsein dafür, dass die liberale Demokratie einen Einsatz erfordert. Damit sind wir bei dem letzten Punkt, den ich gerne noch ansprechen wollte, angekommen, sozusagen nicht beim Wertepunkt. Aron wird häufig als liberal-konservativer bezeichnet. Jetzt ist natürlich, so Begrifflichkeiten sind ja oft schwierig. Und wir kennen an sich Konservatismus, das ist ein Konzept, wo man eine Vorstellung von hat, nicht zuletzt aus dem französischen Bereich auch, also so jemand wie Joseph de Maistre zum Beispiel, natürlich ein herausragender Konservativer der ersten Stunde sozusagen und viele andere Denker, die in seiner Nachfolge stehen. Aber Aron unterscheidet sich ja durchaus davon als eben liberal-konservativer. Und was mich jetzt einfach interessieren würde, ist, was sind so die Unterschiede zwischen Konservativen und Liberal-Konservativen am Beispiel von Aron? Ist das tatsächlich ein wesensmäßiger Unterschied, dass man sagen kann, das sind zwei durchaus unterschiedliche, ganz und gar unterschiedliche Konzepte, oder ist es eher ein gradueller Unterschied, dass man sagt, nee, die einen sind auf der Skala eben konservativer und die anderen tendieren noch ein bisschen ins Liberale hinein? Wie würdest du das verordnen? Was für eine Geografie würdest du da aufmachen? Ja, Geografie ist ein gutes Stichwort, denn um das beantworten zu können, was man in der Kürze eigentlich kann, aber ich versuche es mal, um das beantworten zu können, müsste man einmal die entsprechenden Ideologien oder Wertsysteme in einem politischen Regime platzieren und sagen, wie ist es denn in diesem Regime? Und da müsste man es in einem bestimmten Kontext noch sehen, also historischen Kontext, zeitlichen Kontext. Der Konservatismus als Begriff ist ja genauso schillernd wie der Liberalismus. Es gibt verschiedene Strömungen im Liberalismus und im Konservatismus auch. Joseph de Maistre ist zum Beispiel ein Beispiel für einen reaktionären Konservatismus in Frankreich, der sich gerichtet gegen die Französische Revolution und das zurückdrehen will, im Grunde zurückkehren will ins Ancien Regime. Der Konservatismus entsteht aber auch vielleicht nicht direkt durch die Französische Revolution, sondern reicht weiter zurück und entsteht in Großbritannien zeitgleich aus anderen Gründen. Letztlich ist auch die Frage, was man bewahren möchte und worauf sich das richtet. Es gibt natürlich Versuche, Konservatismus ideologisch zu definieren mit bestimmten Begriffen. Das ist etwas, was bei Aron nicht funktionieren würde. Sondern bei Aron würde ich immer sagen, er ist ein konservativer Liberaler. Man kann im Deutschen liberal-konservativ benutzen als Adjektiv, weil das besser verstanden wird. Wenn man sich das 19. Jahrhundert ansieht, ist in Frankreich von Liberalisme conservateur die Rede und selten von Konservatisme liberal. In Großbritannien ist es umgekehrt, obwohl es beides gibt. Wenn man sich ansieht, was die entsprechenden Denker vertreten haben, ist es dann auch relativ ähnlich. Wenn ich jetzt mal bei Aron bleibe, um das zu erklären, was das bedeuten würde, konservativer Liberalismus bei ihm, ist, das sind vor allen Dingen zwei Dinge. Das eine,
dass Aron nur insoweit konservativ ist, wie er liberal ist. Das heißt, Aron tritt ein für die Bewahrung und vorsichtige Weiterentwicklung des liberalen Systems und der liberalen Demokratie. Es geht also um die Bewahrung des Liberalismus bei ihm. Das haben wir im 19. Jahrhundert auch schon bei einigen. Das andere, was in Zukunft sind, bestimmt Themen, die bei Aron eine Rolle spielen, die vielleicht bei anderen Liberalen nicht so ausgeprägt sind und die man auch zeitgenössisch und heute mit dem Etikett konservativ belegen würde, ob es nun passt oder nicht. Das ist zum einen die Vorstellung, dass liberale Gesellschaften freie Gesellschaften sind, aber dass diese Freiheit Grenzen hat, dass sie beschränkt ist, auch beschränkt sein muss. Und zwar die persönliche Freiheit sowohl wie auch die politische Freiheit. Das ist eine Vorstellung. Und dass es Institutionen gibt, die sich auch demokratischem Einfluss entziehen und dass das so sein muss in demokratischen Gesellschaften. Diese Auffassung hat er auch vertreten. Also im Grunde Schule, Universität kann man nicht nach rein demokratischen Grundsätzen organisieren, eine Armee auch nicht. Und für diejenigen in Frankreich, für die das eine Rolle spielt, eben auch die Kirche nicht. Die für Aron keine Rolle spielt, aber er hat das schon als ein Element gesehen. Aber das Wichtigste ist dieser Aspekt des Bewahrens des liberalen Systems. So, wenn man jetzt in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts geht und in den liberalen Demokratien diejenigen ansieht, Parteien oder Personen, die als Konservative bezeichnet wurden, dann kann man feststellen, dass die im Grunde nichts anderes wollten, weil sie in diesem Regime zu verorten sind. Ein Konservativer in einem liberalen System will ja das liberale System nicht überwinden, sondern es bewahren. Deshalb muss er auch ein Liberaler sein. Wie weit er dann in Richtung Liberalismus wirtschaftlich und anderweitig geht, ist dann natürlich im Einzelnen immer zu beantworten. Aber das ist so eine Erkenntnis, die man mit Aron haben kann, dass letztlich Liberalismus als parteipolitischer Begriff und Konservatismus verschmelzen in diesen Systemen, weil der Konservative eben ein Liberaler sein muss und, das ist bei Aron auch wichtig, der Liberale wiederum konservativ sein muss. Er sagt das in einem, er hat das in einer Vorlesung gesagt über Tocqueville. In einem liberalen System ist der Liberale im Grunde ein aufgeklärter Konservativer, weil er dieses System erhalten will. Gleichzeitig muss er offen sein für Veränderungen. Und das sieht man bei Aron an verschiedenen Stellen. Die grundsätzliche Vorstellung ist, dass der Fortschritt nicht zu vermeiden ist. Also Fortschritt ist notwendig und Fortschritt ist wünschenswert. Wenn etwas schief läuft, dann kann man das nur durch neuen Fortschritt wieder beseitigen. Nicht dadurch, dass man etwas zurückdreht. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, es gibt im Grunde nur eine Richtung. Das ist so in Europa seit dem späten 18. Jahrhundert die vorherrschende Meinung. Und das ist bei Aron nicht anders. Und bei anderen Konservativen könnte das anders sein. Dass man sagt, wir können den jetzigen Moment festhalten, wie er ist, oder wir können sogar zurückgehen in zu einem früheren Zustand. Das kann man in bestimmten Momenten vielleicht mal tun, aber es wird doch immer wieder anders sein, als es vorher gewesen ist. Und da hat Aron, also was dieses Zurückgehen angeht, eine ähnliche Skepsis wie bei utopischen Entwürfen. Also Arons Liberalismus ist auch deshalb konservativ, weil er skeptisch ist. Und wenn man skeptisch gegenüber Dingen gegenübersteht, dann wird man nicht dazu neigen, sie leichten Herzens zu verändern. Und das ist bei ihm auch der Fall. Was nicht heißt, dass er das Bestehende in jeder Form verteidigt, sondern er hat sich ja sehr früh zum Beispiel für Universitätsreformen eingesetzt, aber 1968 in der Studentenrevolte stand er auf der anderen Seite, weil er sagte, vielleicht wollen die ja auch Reformen, aber die wollen nicht dieselben wie ich und wenn dann nicht im selben Geiste, sondern in einem illiberalen Geiste. Sie wollen zerstören. Also das ist es, worauf es bei ihm hinausläuft. Bewahrung der liberalen Demokratie durch die Reform von Dingen, die nicht funktionieren und den Erhalt von Dingen, die funktionieren. Es ist ähnlich wie bei Edmund Burke. Aron selbst hätte sich nicht als Konservativen bezeichnet. Er hätte sich auch nicht, was in Frankreich der übliche Begriff gewesen wäre, als rechts bezeichnet. Am Ende seines Lebens war das dann schon ein bisschen anders. Aber de facto war es natürlich so, durch die Zweiteilung des Landes, gerade im intellektuellen Milieu, war Aron ein Denker der politischen Rechten, obwohl er aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht, ziemlich in der Mitte stand. Ja, vielen Dank. Das ist schon mal ein sehr spannender Einblick gewesen und sicherlich für die einen oder anderen ein guter Anlass, sich mal in Schriften zu vertiefen von Aron. Da gibt es ja einiges, auch einiges auf Deutsch oder auf Englisch.
Und ganz herzlichen Dank dir für diesen schönen Einblick, Matthias. Ja, vielen Dank, Clemens, dass das möglich war. Danke. Schön, dass ihr euch unser Video angeschaut habt. Falls ihr noch mehr erfahren wollt, dann findet ihr unter freiheitslexikon.de auf jeden Fall viele interessante Artikel über Denkerinnen, Denker-Themen. Ihr findet auf unserem Podcast Gestatten außerdem spannende Interviews mit den verschiedensten Interviewpartnern und natürlich auf unserer Website prometheusinstitut.de viele andere Projekte und Initiativen, die wir so durchführen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet bei Vorhang auf.